Es sind jetzt über 3 Monate vergangen, seit wir das Projekt HGLG angekündigt haben. Einen geistigen Nachfolger, der das Beste aus Siedler 3 und 4 einfangen, verbessern und erweitern soll. Seitdem haben wir 3 Entwickler-Tagebücher veröffentlicht, die ihr auf der offiziellen Homepage und auf unserem Discord-Server finden könnt. Aber ich dachte mir, ich gehe mit euch mal diese 3 Entwickler-Tagebücher durch, stelle ein paar Dinge klar und lasse vielleicht noch die ein oder andere saftige Info fallen. Auf diesem Kanal muss ich mich hoffentlich nicht selbst vorstellen, aber falls doch, ich bin Ultimate Spinesh und ich bin sozusagen der Lead Game Designer für Projekt HGLG, nachdem ich den besseren Teil der letzten 5 Jahre damit verbracht habe, Siedler 4 auf links zu drehen. Springen wir direkt zu dem Ereignis, das ein riesiger Gamechanger für unser im November 22 angestoßenes Projekt war. Ich war zu Gast beim Schöpfer des First der Memes höchstpersönlich, als er unter anderem meine alte TV-Kampagne Dark Mirror ausprobiert hat und durfte HGLG dort ankündigen. Ich verlinke euch den Wort als Infokarte, falls ihr das verpasst habt. Dank Maurice' Hilfe konnten wir viele neue Mitstreiter gewinnen, weit mehr als wir uns je erträumt hätten. Innerhalb weniger Tage hatten wir 40 Bewerbungen und nach mehreren Tagen mit zum Teil 6 Bewerbungsgesprächen pro Tag, für jedes ca. 1 Stunde eingeplant, ist das Team auch auf über 30 Leute angewachsen. Wobei natürlich weiterhin klar sein muss, dass aktuell niemand hauptberuflich an diesem Projekt arbeitet. Falls ihr erst jetzt von dem Projekt hört und mitmachen wollt, wir nehmen durchaus noch Bewerbungen entgegen und sprechen gelegentlich noch mit Nachzüglern. Gerade wenn ein Bewerber eine noch offene Fachlücke füllen könnte oder unsere Teamleader sagen, dass sie noch ein bisschen mehr Manpower brauchen. Wir können Maurice nicht genug danken, aber ich habe so ein Gefühl, wir tun das am besten, indem wir die bestmögliche Siedlererfahrung erschaffen. Auch wenn er selbst ja eher der Siedler 7-Konnoisseur ist. In Sachen Game Design ging es im März vor allem um Einheiten, Rekrutierung und Gebäudeausbau. Zu letzterem äußere ich mich hier aber noch nicht, es ging erstmal nur darum festzulegen, welche Gebäude überhaupt ausbaubar sein sollen, damit unsere Grafiker das direkt berücksichtigen können. Was Einheiten angeht, ist die größte Neuerung Kavallerie. Ich weiß, dass einige insbesondere bei berittenen Bogenschützen skeptisch sind, aber was die allgemeinen Einheitentypen angeht, war Kavallerie einfach der offensichtliche nächste Schritt. Schwertkämpfer, Bogenschützen, Speerkämpfer und die überarbeiteten Hauptmänner sollen nach aktueller Planung allesamt reiten können, wenn ihr ihnen Pferde zur Verfügung stellt. Stat-technisch werden Kavallerie-Varianten vermutlich nicht direkt eigene Werte haben, sondern sich an den Grundwerten der Standardeinheit orientieren, die dann eben durch das Pferd modifiziert werden. Beachtet außerdem, dass Pferde aufgrund ihrer Natur schon sehr teuer sein werden. Selbst wenn ein Pferd nur ein Getreide braucht, hätte dieses Getreide ja auch ein Brot werden können, woraus wiederum nach S3 und S4 Regeln bis zu 10 Kohle hätten entstehen können. Kavallerie wird also vermutlich nur einen kleinen Teil eurer Streitkräfte ausmachen, und auch wenn sie jeden 1:1 Kampf gegen ihre Standardgegenstücke gewinnen dürften, werden sie in anderen Situationen aufgrund ihrer höheren Kosten eher nicht effektiv traden. Was den Hauptmann angeht, geize ich weiterhin mit Details, aber gerade wenn ihr auf Magie verzichtet, soll er die Einheit sein, mit der ihr am meisten durch Micromanaging den Ausgang eines Kampfes beeinflussen könnt. Aber das schwierigste Thema im März war das Thema Rekrutierung. Wir brauchten eine ganze Weile, bis wir einen Entwurf hatten, mit dem wir alle einverstanden waren. Aber gerade als ich dachte, wir kommen nicht mehr weiter, hatten wir einen kleinen Matrix-Moment und alles begann zu passen. Wir haben bereits gesagt, dass wir glauben, ein System zu haben, das die Stärken der Rekrutierungssysteme aus S3 und S4 erbt, ohne ihre Schwächen zu übernehmen, und wir gleichzeitig ein paar Neuerungen einbringen konnten, die zum Beispiel mehr Völkerkooperationen ermöglichen sollten. Eine vollumfängliche Erklärung des neuen Systems gehört definitiv in ein eigenes Entwicklertagebuch, aber ein paar Hinweise kann ich euch geben. Ihr werdet weiterhin Gold für höherwertige Soldaten benötigen, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie in Siedler 4. Aus Siedler 3 kehrt außerdem zurück, dass ihr wieder die Chance haben werdet, zeitweise einen Vorsprung im Soldatenlevel gegenüber eurem Gegner zu bekommen, falls ihr einen Rush versuchen möchtet. Wir sind bei 3 Soldatenleveln geblieben, das System würde uns aber auch die Möglichkeit offen lassen, abzuweichen, wenn uns sinnvolle Ausnahmen einfallen. Zu jedem Zeitpunkt im Spiel sollen 2 Soldatenlevel einen klaren Use Case haben. Offen ist noch, wie groß die Sprünge zwischen den Soldatenleveln sein werden. In Siedler 4 waren die Unterschiede wesentlich größer als im Vorgänger. Außerdem planen wir aktuell alles mit einer weiteren Änderung im Hinterkopf. Fisch und Fleisch tauschen ihre Plätze als Lieblingsnahrung. Schwächere Soldaten werden also günstiger, während Goldminen nun Fleisch haben wollen. So wird auch weniger die Anzahl der Goldspots und mehr eure Fähigkeit, eure Goldminen zu versorgen, zum begrenzten Faktor eurer Soldatenproduktion. In Siedler 3 funktionierte das ursprüngliche System zwar sehr gut, da Gold euch nicht direkt viel stärkere Soldaten gab, sondern eher eine Langzeitinvestition war, aber in Siedler 4 halte ich es für einen Riesenfehler, dass der Tausch nicht schon dort stattgefunden hat. Ergebnis war dort, dass Level 3 Soldaten die einzig relevanten Soldaten sind. Und da Gold so aufgewertet wurde, wurde Eisen von den 3 Haupterzen zum wertlosesten, verlangte aber die wertvollste Nahrung, während der Wert von Eisen in Siedler 3 das ganze Spiel über ziemlich konstant hoch blieb. In Grafik-News haben wir euch damals erste Entwürfe für die Sägewerke der Römer sowie Wikinger präsentiert und ein wenig über die Kernelemente gesprochen, die die Gebäude der einzelnen Völker ausmachen sollen. Außerdem bekamt ihr diese Aufnahme zu sehen, wo wir ein paar Engine-Tests mit einem rudimentären Tag-Nacht-Zyklus gemacht haben.
Dieses Feature gab es schon in den Grafikeinstellungen von Siedler 2 Die nächste Generation und dürfte primär für die Schönbauer-Fraktion interessant sein, die ihre Siedlung vielleicht auch für Screenshots in Szene setzen möchte. Zu dem Video möchte ich auch nochmal betonen, dass alles Sichtbare bis auf das Sägewerk Platzhalter-Assets sind. Wir brauchten halt erstmal eine Umgebung, wo wir Dinge platzieren können, und aktuell konzentrieren wir uns mehr auf Gebäude und die ersten Siedler. Gerade mit dem Design letzterer könnte das Spiel immerhin stehen oder fallen. Generell bin ich auch sehr gespannt, welche kleinen Verbesserungen im Vergleich zu unseren Vorbildern mit modernen Mitteln möglich sein werden, zum Beispiel sich dynamisch bewegender Federschmuck bei höherwertigen Soldaten, damit Soldaten nicht so sehr wie Salzsäulen in der Gegend rumstehen. Springen wir weiter zu Entwicklertagebuch 2, wo sich unser Community Manager und Co-Game Designer Cassian vorstellte. Im Game Design Team ging es im April viel um das Thema Forschung. Der Twist an unserem Forschungssystem ist, dass jede erforschte Technologie dazu führt, dass sich eure Siedler ein bisschen mehr von ihren Göttern abwenden. Wenn ihr also noch vorhabt, Magie einzusetzen, solltet ihr nur Technologien erforschen, von denen ihr sicher seid, dass ihr sie auch nutzen werdet. Aktuell sind ca. 16 Forschungen pro Volk geplant, von denen einige allen zur Verfügung stehen und andere speziell auf die einzelnen Völker zugeschnitten sind. Die rudimentären Tech-Trees für die drei geplanten Völker sind soweit fertig konzipiert. Auch das wird definitiv ein Thema für ein eigenes Dev-Diary, gerade wenn wir die Völker im Detail präsentieren. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass zwei der geteilten Forschungen die Art und Weise beeinflussen, wie eure Siedlung ernährt und eine davon eure Ernährung sogar komplett umkrempelt. Wo wir schon beim Thema Ernährung sind, es soll auch sinnvoller werden, Nahrung überzuproduzieren. Abgesehen davon, dass überschüssiges Getreide ja auch in mehr Pferde investiert werden könnte, wollen wir auch eine Möglichkeit schaffen, durch die Siedlungen im Late Game etwas selbsterhaltener werden können, wenn ihr entsprechend vorgesorgt habt. Wenn euch das gelingt, könntet ihr euch im Late Game, wenn eure Aufmerksamkeit mehr den auszutragenden Kämpfen gelten muss, auch viel mehr auf diese konzentrieren. Für das Code-Team stand im April das Grid-System im Vordergrund, das sich an seinem Gegenpart in Siedler 3 und Siedler 4 orientieren soll, einschließlich der alten Bewegungsmuster und sehr granularen Gebäudeplatzierung. Das Grafikteam konnte sich im April besonders über den Beitritt einer großartigen Concept-Artistin freuen, die ich wirklich nicht genug loben kann. Eine der entstandenen Skizzen, die einen Entwurf für Holzfäller und Steinmetz der Römer zeigt, war ja bereits im Dev-Diary und das Modell für den gezeigten Steinmetz bekamt ihr im Mai zu sehen. Einigen Lesern, darunter dem guten Maurice, ist aufgefallen, dass wir im Nebensatz von Brennholz gesprochen haben. Hier muss ich euch entweder enttäuschen oder beruhigen, aber aktuell sehen wir, selbst wenn Holz mal als Brennmaterial herhalten sollte, nicht vor, dass es dazu einen extra Verarbeitungsschritt durchlaufen muss. Das war in diesem Fall wirklich nur etwas Flavortext, aber es zeigt wohl, dass wir aufpassen müssen, was wir sagen und schreiben. Ich hoffe, dass wir euch bald mehr von dem zeigen können, was das Grafikteam in den letzten Wochen und Monaten so ausgeheckt hat. Ich kann euch aber sagen, dass ich mir im Bereich Grafik wirklich keine Sorgen mehr mache. Das gleiche gilt für den Bereich Sound und Musik. Wir hatten bereits zwei Soundartists und dann hat sich uns mit Christian Pössnicker auch noch ein professioneller Komponist angeschlossen. Ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden müssen, aber ihr solltet bald die Chance bekommen, da mal reinzuhören. Also abseits des Teasers im Intro. Und dann sind wir auch schon bei Entwicklertagebuch 3, wo sich unser Code-Leader Philipp vorstellt. Das Game Design Segment war dieses Mal sehr lang und wäre sogar noch länger gewesen, aber ein anderes System, das wir erklärt hätten, haben wir dann doch aufgeschoben, damit auch noch die anderen Abteilungen zu Wort kommen. Daher konzentrierten wir uns für den Mai auf das Thema Kampfkraft. Deren Berechnung soll weitgehend wie in Siedler 4 funktionieren, es zählt also der Wert eurer gesamten Siedlung und ihr könnt mit Zielobjekten gezielt Kampfkraft pushen. Die defensive Kampfkraft kehrt ebenfalls zurück, allerdings sollen beide Kampfkraftwerte nun wie in Siedler 3 potenziell unbegrenzt skalieren können. Zwar mit abnehmendem Grenznutzen, aber ihr solltet in der Regel keine harte Grenze mehr erreichen, wo ihr zwar Rohstoffe habt, aber eure Kampfkraft einfach nicht mehr erhöhen dürft. Das setzt aber auch voraus, dass wir uns der Frage stellen, wie Rüstung und Kampfkraft miteinander skalieren sollen. Relative Rüstungswerte, also zum Beispiel 10% weniger Nahkampfschaden für eine entsprechend resistente Einheit, wollten wir nicht, da wir so keine Einheiten designen können, die aufgrund ihrer Angriffsgeschwindigkeit und ihres Schadens pro Angriff mehr oder weniger stark von Rüstung beeinträchtigt werden. Andererseits hätte mit absoluten Rüstungswerten Rüstung bei hohen Kampfkraftwerten praktisch keine Rolle mehr gespielt, während sie im Early Game erdrückend gewirkt hätte. Die Antwort ergab sich durch eine Änderung der Schadensberechnung. Statt Rüstung wie in den alten Spielen zum Schluss einzubeziehen, soll Rüstung nun immer den Grundschaden einer Einheit beeinflussen, bevor Kampfkraft oder andere Buffs eingerechnet werden. So hebeln hohe Kampfkraft oder Buffs wie Samurai-Schwerter oder Blutrausch nicht mehr den Rüstungswert aus. Ein weiterer Vorteil ist, dass Rüstung so im Early Game, wenn ein Spieler mit weniger als 100% Kampfkraft einen Rush versucht, runterskaliert wird. Die aktuelle Formel ist aber noch nicht endgültig. Wir sehen immer noch die Gefahr, dass bei steigender Kampfkraft Bogenschützen und andere Fernkämpfer immer leichter eine kritische Masse erreichen, ab der keine andere Einheit sie mehr besiegen kann und diese Einheiten nur noch von sich selbst gekontert werden. Eine weitere Bogenmeta wollen wir definitiv nicht. Ein weiterer Aspekt, den Siedler 3 Teamspieler in Siedler 4 vermisst haben, war die gezielte Übertragung von Kampfkraft innerhalb des Teams.
In Siedler 3 war das dadurch bedingt, dass Gold und Edelsteine mit Hilfe von Pionieren immer von dem Verbündeten erobert werden konnten, der gerade angreifen wollte. Diese Möglichkeit wollen wir gerne zurückbringen und zu einer offiziellen Mechanik machen, war es in Siedler 3 doch in der Form wahrscheinlich nicht vom Blue Byte vorgesehen. Und so kam es, dass wir uns das überlegten, was wir aktuell nur das Vololo nennen. Dieses kleine Ritual soll 20 bis 30 Sekunden dauern und dann alle Zielobjekte in einem bestimmten Radius für euch beanspruchen, ob verbündet oder auch feindlich. Dazu wird auch keine neue Einheit erforderlich sein, stattdessen können das sowohl eure Priester als auch eure Hauptleute erledigen. Wenn ihr nicht ohnehin schon Zauber mit euren Verbündeten teilt, habt ihr jetzt einen Grund mehr, eine dieser Einheiten bei euren Teammates zu positionieren. Noch nicht feststeht, ob und in welchem Umfang Zielobjekte dauerhaft den Besitzer wechseln können sollen. Ich denke aktuell aber, dass zumindest zuvor beanspruchte Zielobjekte eroberbar sein sollten und dass der ursprüngliche Architekt dieser Zielobjekte sie immer zurückerobern können sollte. Und damit sind wir auch schon durch alle drei Entwicklertagebücher durch. Ich werde vielleicht später nochmal ein solches Video machen, aber die Hauptquelle für Informationen zu Projekt HGLG, vor allem wenn der richtige Name mal feststeht, wird definitiv nicht dieser Kanal sein. Die erste Anlaufstelle bleiben die Homepage und der HGLG Discord, falls ihr dort noch nicht seid. Mein Kollege Patrick von der Zocker Lounge berichtet auch regelmäßig, ihr solltet also auch den Kanal im Blick halten, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Es ist noch ein weiter Weg bis zu einem vollen Release, aber ich bin zuversichtlich, dass es die Mühe wert sein wird.